Jo Leute, willkommen bei Da Freibier kocht, oder ich versuche zumindest. Heute kochen mal die Bratkartoffeln, die jetzt über sind von dem letzten Einbrennen da, hier diese Gusspfannen da. Und heute machen wir mal richtig geile Bratkartoffeln. Oder besser gesagt, wir versuchen es. Viel Spaß. Was brauchen wir denn dafür, ne? Wir brauchen was Speck. Ich habe ein bisschen mehr genommen, weil ich lebe nach dem Motto, Diät machen kannst du, wenn du tot bist, ne? Die Kartoffeln, wo wir die Schale letztens verbrannt haben, und hier was, wäre das super, ne? Zwiebeln fein gehackt von, ja, ich darf keine Werbung machen, glaube ich, aber fein gehackt, tiefgefrorene Zwiebeln. Für mich reicht das vollkommen aus, und Zwiebeln schneiden ist das Beschissenste, was ich kenne. So, da wollen wir mal die ganzen Dinger eben hier klein tüdeln. Da gibt's hier, das habe ich von Oma, weißt du, da ist so ein Krupps-Mixer oder so ein Ding, und da ist so ein Schneidteil drin, und da schmeißt die Scheiße da rein. Die Scheiße da irgendwie nur wieder rauskriegen. Okay, das ist nicht so optimal, aber schieben wir mal einfach was nach. Vielleicht doch auf höchster Stufe oder was. Tritt denn die Scheiße hier nicht, ey? Was ist das denn für eine polnische Rotze? Lass mich doch am Arsch hier mit dem. Muss da so rum drauf oder was? Ey, was ist das denn hier? Ja, das ist ja die falsche Drehrichtung, ne? Zitronen, ey! Vielleicht ist das nicht für Kartoffeln gemacht, oder was geht die Scheiße? Guck dir den Rand mal an, was die random Plastikkacke. Das ist totaler Rotz, ist das echt totaler Scheiß hier. Mit in Bangladesch oder was? Ich guck mir ja irgendeine Scheiße drauf. Leck mich am Arsch. Ich ja eigentlich schon mal den Speck so ein bisschen rauslassen, wa? Ich mach mal den Herd nicht auf volle Pulle. Gib da noch ein bisschen was Öl dran. Und ja, ne? Muss ja Geschmack drin.
in den Scheißfinger, oder was? Leck mich doch. Das soll man eigentlich hinterher machen, aber ich mache das so schon mal, wie man immer. Weil irgendwie mache ich das halt. Ein bisschen Paprika, ein bisschen Pfeffer noch. Und die Schmack, und was ich hier gedacht habe, ist hier Knoblauch, Alter. Geil. Ich geh das an hier. Oh. Ach, wer kann ihn denn da hinten? Was ist Katze? Warte mal auf. Kannst froh sein, wenn die Küche nicht abfackelt, so. Blitzer. Oder vielleicht muss ich das doch heißer machen. Jetzt machen wir hier volle Pulle Asche, finde ich. Vor allen Dingen, wann ist die Scheiße eigentlich gar? Ja, das ist noch eine ganz andere Frage. So wie sich das anfühlt, da wird noch nichts mehr. Keine Ahnung. Kippen da hier. An dieser Stelle muss ich echt ein Gruß loswerden, wa? Schmiedi, wenn du das hier siehst, ich weiß, ich hab dich auch lieb. Der Schmiedi ist nämlich ein richtiger Koch, und wenn er das sieht, der, ne? Halt mal drauf.
kann ich mir wieder was anhören, auf jeden Fall. Oh, wie schön das jetzt hier abwächst zu verbrennen, ey. Leck mich am Arsch, Alter. Guck dir das an hier. Geil. Scheiße, ey, guck dir das an hier. Oh, ist das eine Rotze, ey. Digga, das fress ich gleich. Aber machen wir hier schnell das Ding hier irgendwie, machen wir fertig, ey. Ach, egal, das läuft schief, egal, schön. Ha, ey, aber wir sehen die schon mal rot aus. Scheiße, ey. Das geht halt mit dem Ei schief, so. Ich habe jetzt hier mal Butter drin. Ich kann das gar nicht, war hier so ein Ei da auf das Ding klatschen. Na, ist schief gegangen, geil. Oh, ja. Ey, ich hab das. Pass auf, da verbrennt jetzt auch noch, ey, Pfeffer drauf. Sparta kann man heute nicht, ne? Also das, was man schmeckt, ne? Ich kann dir nicht schmecken. Jo, der ist gut. Der Speck ist gut. Echt, ist gut. Mmh. Oh ja. Wann ist denn jetzt hier die Scheiße fertig hier? Ja, so einfach. Oh. Sagen wir mal so, dieses intensive Röstaroma, das freut man, Alter. Spiegelei, geil, aber. Jo, Leute. Einmal Bratkartoffeln mit Spiegelei. Mit sehr stark geröstet. Ja, man, da kannst du gar nicht essen, Mann. Jo Leute, einmal Bratkartoffeln mit intensivem Röstaroma. Mmh. Oh, lecker. Mmh. Und kross. Zumindest der Speck.
Dazu, leider habe ich mich vergriffen, verwürzt das Spiegelei, aber keine Ahnung, mal gucken, ob das gleich schmeckt hier die Scheiße. Da melde ich mich gleich nochmal. Jo Leute, auf jeden Fall geil. Guckt ihr das an hier. Das meiste kommt man sogar fressen von dem Zeug. Na, bisschen, teilweise doch ein bisschen intensiv durchgeröstet. Aber ey, nee, ohne Scheiß, das war gar nicht schlecht. Ey, guck mal, hier ist noch einer gut. Ja. Hm. Gar nicht so schlecht. Dafür, dass ich keine Ahnung habe. Jo. Und hier die Scheiße. Dann das genau, wie wir die ja letztes Mal schön eingebrannt haben. Aber frei, brauche ich gleich nur mit Zebra auswischen. Läuft das. Guck mal, hier ist noch was Jutet. Das Spiegelei, auch wenn ich da falsche Gewürze aufgeschmissen habe. Jut, aus rein. Das war der Beste überhaupt, ey. Mal nächstes Mal mit Absicht drauf. Ja, den Rest den kannst du hier nicht mehr futtern, aber ich bin satt. Oh, da ist noch eins. Ich bin satt geworden. Ja, das ist das Wichtigste. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr nächstes Mal mit dabei sein wollt, abonniert mich, macht das Glöckchen an. Dann verpasst ihr nicht, wenn ich wieder gekocht habe. Lecker. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super geilen Tag. Euer der Freibier.